Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines 2. Wir haben jetzt gerade eben zwischen der Aufnahme einen Erfolg eben freigeschaltet. Winziges Dorf. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich hab noch ein bisschen Geld dazu. Und das haben wir jetzt bekommen. Darlehenslimit, Kartenfelder, Startbudget, Reihenhäuser mit mittlerer Dichte, EU. Das finde ich schon mal sehr gut. Ein paar neue Straßen. Gesundheit, also Klinik, Friedhof, finde ich schon mal sehr gut. Und eine Mülldeponie, beziehungsweise Mülldeponie-Flächenwerkzeug. Gut zu wissen. Dann, wo sehe ich die Punkte? Ach, da sind die Punkte. Kreisverkehr, ein ganz wichtiges Thema. Würde ich nicht lang fackeln, soll es vielleicht als erstes geben. So, Stromproduktion, das soll ruhig noch ein bisschen warten. Wasser darf auch meinetwegen noch ein bisschen warten. Gesundheit wäre vielleicht dann das nächste Thema vielleicht. Ja doch, denke ich mal, dass das vielleicht dann mit das nächste Thema wäre. So, also wir könnten hier eine Mülldeponie hinsetzen. Aber da bräuchten wir vielleicht noch eben eine Straße, die ein bisschen hier wegführt. Weil ich glaube, es kommt nicht so gut, wenn das Ganze... Ja... Ortsnähe sowieso nicht. Und... So können wir hier wenigstens... Oben vielleicht was machen. So, Ortsnähe ein bisschen weg. Von der normalen Mülldeponie wäre nicht verkehrt, wenn es ein bisschen weg ist. Von der Mülldeponie eher vom Industriegebiet. So, dann ist da die jetzt Mülldeponie. Wer wohnt hier? Alte Mühlenruine. Also das ist schon mal ein Gebäude, welches so schon auf der Karte hier dann existiert. Abbruchreif. So, das weg, das weg, das weg. Also das wäre zumindest mal der Teil. Klinik kommt, glaube ich, irgendwo hier vorne hin. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn das hier dann an der Hauptstraße ist. So, da freuen sich alle, dass sie jetzt eine Klinik haben im Ort. Und wir erweitern mal hier hinten. Oh, ja gut. Die werden sich natürlich freuen, dass das Abwasserendrohr bei denen ist. So. Dann bauen wir hier mal vorne ein bisschen... ...bisschen weiter. Die Straße darf gerne schön sauber gerade sein. Ich weiß, dass ihr da gerade frisch gebaut habt, aber... Ich muss hier leider auch noch was hinsetzen. Wobei, wenn ich jetzt gerade so überlege, wie kann ich vielleicht ersetzen? Dann würde ich hier gerne... Hier vielleicht doch lieber eine etwas andere Straße hinsetzen. So, am besten irgendwie von hier aus vielleicht nochmal. Wobei hier, glaube ich, reicht wirklich eine Einbahnstraße hoch. So, sehr schön. So, was wollt ihr eigentlich hier alles genau haben? Wohnfläche mit geringer Dichte und auch einiges mit hoher Dichte. Da würde ich sagen, an diesen Hauptstraße hier, da kommt vielleicht was mit etwas höherer Dichte hin. Und hier zwischendrin vielleicht... eigentlich müssten wir vielleicht sagen, weil hier oben sowieso die Hauptstraße ist, kommt hier etwas höhere Dichte hin und hinten eher geringere Dichte. Das wäre vielleicht eine Idee.
Kommt das mal nach hier vorne hin. Die geringe Dichte, die steht dann irgendwo hier hinten. So, sieht doch, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Hoffe ich mal. Das wird fleißig gebaut. Und wir könnten drei Ländereien kaufen, wenn wir wollen. Das, also so wie ich das jetzt hier deute. Das ist schon mal gut zu wissen. Also das hier würde ich mir vielleicht nicht unbedingt holen, so. Aber oben könnte man nochmal gucken. Aber das sparen wir uns, glaube ich, erstmal noch auf. Noch kommen wir hiermit gut zurecht. Was ich eigentlich auch gerne auch machen würde, ist verschiedene Stadtviertel irgendwie bauen. Und die dann, ja, ich nenne es mal vorsichtig, mit irgendwas Besonderem irgendwie ausstatten. Also irgendwelche bestimmten Straßennamen oder irgendwie hauptsächlich geringe Dichte oder hauptsächlich mittlere oder hauptsächlich hohe Dichte, irgendwie sowas in der Art. Man da vielleicht irgendwie was macht, wäre, glaube ich, jedenfalls nicht ganz so verkehrt. Sprich, dass wir das hier vielleicht, gut, hier oben kommt vielleicht noch ein bisschen Industrie hin, aber ansonsten, dass wir das erstmal so ein bisschen sacken lassen und dann bauen wir vielleicht irgendwo eher weiter hier unten vielleicht weiter. Wäre vielleicht, glaube ich, eine Maßnahme. Kreisverkehre. Ein sehr großer Kreisverkehr. Den würde ich dann gerne hier vorne dann gerne drin haben. So, mal gucken, was haben wir eigentlich sonst so zur Auswahl? Vierspurige Straße. Also das wäre im Prinzip schon das, was wir hier oben, glaube ich, hingesetzt haben. Wenn ich das richtig deute. Ja, könnte hinkommen. So, dann hier oben vielleicht noch ein bisschen Straße. Für Industrie. Ich möchte nämlich auch noch einiges an Fläche haben. Gut, vielleicht nicht unbedingt so clever, es direkt auf dem Grundwasser zu setzen, aber man lässt mir gerade keine Wahl. Bei Wahl vielleicht schon, aber man hört nicht auf die Wahl. Ansonsten, das scheint hier doch ganz gut zu gedeihen. Gucken, was müssen wir eigentlich erreichen für den nächsten Meilenstein? Kleines Dorf, 2500 XP. Das kriegen wir, denke ich mal, hin. Worauf ich jetzt nicht geachtet habe, für bei den Wohnhäusern. Okay, die haben doch noch mittlere Dichte. Wie sehen die eigentlich überhaupt aus? Ich habe bis jetzt noch nichts von denen gesehen. Ich glaube, hier, das könnte eine werden. Was könnte denn kommen? Ja, das wird definitiv ein Reihenhaus. Die Amselstraße 247. Stimmt, das ist eigentlich auch direkt ein schönes Thema hierfür. Die Amselstraße. So, dann eben hier die Straße vielleicht mal eben erweitern. Bevor da zu viele ihr Häuslein dahingesetzt haben. So, schön gerade weiterziehen. Ja, wobei der Knick, der hier vorne, der gefällt mir eigentlich gar nicht so wirklich. Das ist jetzt nicht ganz so meins.
Strom kann man die anderweitig vielleicht verbinden, dass jetzt mal die Kurve ein bisschen geschmeidiger aussieht. So. Das ist doch eigentlich in meinen Augen gleich direkt ein bisschen schöner. Und so sieht hier das erste Reihenhaus aus. Also wirklich Reihe, glaube ich, ist das nicht. Also, ja gut, vielleicht schon. Aber jedenfalls nicht so, wie ich es kenne, sagen wir es mal so. Jede Menge Freizeit. Glückliches Leben. Haben wir diesbezüglich überhaupt irgendwas schon freigeschaltet? Ich glaube nicht. Aber vom Strom, das sieht zumindest momentan ganz gut aus. Wasser sind wir auch gut versorgt. Gesundheit, das sollte eigentlich auch momentan ganz gut passen. Ja, wir warten eigentlich mehr oder weniger nur noch, dass das hier hinhaut. Sind Narzissen. Ich glaube, Zonen kann ich glaube ich noch nicht machen. Also ich weiß irgendwie geht's, aber ich weiß noch nicht wo. Aber wenn das mal vielleicht sagt man, okay, das ist die Vogelsiedlung. Das ist vielleicht Vogelsiedlung, dann wie zum Beispiel die große Amselstraße, gut aus der Kronenstraße machen wir vielleicht eine Elsternstraße oder so. Hier Krähenstraße kann sogar bleiben. Schmidtstraße wird getauscht, Narzisse wird getauscht. Bestattung, Friedhof, brauchen wir auch noch. So, ich würde sagen, Friedhof kommt zum Ortsausgang. Der kommt irgendwo hier vorne an den Kreisverkehr. Wenn wir Platz haben. Und vielleicht gehen wir ja mit einer vierspurigen Straße vielleicht auch erstmal hier raus. Wäre vielleicht so eine Idee wert. Mit vier Spuren geht man raus und geht dann auf zwei Spuren Einbahnstraße. Parallelmodus. Gut, oder so. Warte, dann reißen wir das hier nochmal ab. Machen hier vielleicht was Geradliniges raus. So, und dann von hier aus bis hier hoch. Und dann von hier aus geht es dann von hier unten aus. Achso, warte, Parallelmodus. Konnte ich das nicht irgendwo noch? Irgendwo konnte ich das wohl mal deaktivieren, aber gut. So, Parallelmodus bitte aus. Dann schließen wir das hier oben einmal sauber und vernünftig an. So. Dann können wir hier mit zwei Spuren wieder rauffahren und mit zwei Spuren hier hinten dann irgendwo weg. Und dann ist das hier für... Muss man mal überlegen, wie man das nennt. Mir fällt schon irgendwas ein. Da bin ich mir definitiv nochmal sicher. Dann können wir eigentlich auch gleich direkt anfangen damit. Also, Amselstraße, da bleibt so. Krähe kann auch bleiben. Dann ist das der Drosselweg. Meisenring. Jetzt die Frage, warte, ich glaube, Meise wird zu... Ja, warte, Meisenring, nicht Meisering. So, was haben wir sonst noch so? Lerche, also nicht wieder Baum, sondern wieder Vogel. Das ist die Lerchengasse. Und aus der Narzissenstraße machen wir die, was machen wir da raus? Also den Adler, den brauche ich noch für eine andere. Krähe haben wir.
Elsterner Straße. So, das sollte schon passen. Das sollte eigentlich, glaube ich, ganz gut passen. Und ich würde auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.